Ja, dann soll ich überraschen. Wir wären aber froh, wenn ihr erstmal ruhig seid. Du, Mr. Küssi! Hey, Mr. Küssi, du! Schau mal! Von außen, heute wir da wirklich am Rhein angefahren sind, gell? Schau mal da aus dem Autofenster raus, gell? Ich glaube, es ist gescheiter, weißt du wieso? He? Weil wir müssen auf Nummer sicher fahren, verstehst du? Und wir müssen natürlich auch in Au landen am Schluss. Schau mal, ob wir da in Au gelandet sind. Das heisst, gefahren sind, gell? Schau schon mal, he? Was sagst du jetzt, hä? Mr. Küssi, haben wir es geschafft? Was meinst du? Noch nicht, hä? Stockfinster ist es, hä? Ja, kein Wunder, ist ja tiefe Nacht, gell? Ist natürlich schon 10, oder? Das Nacht um 10, gell? Aber weißt du was? Ich würde vorschlagen, du schaust zur Sicherheit einmal, ob wir auf der richtigen Straße gefahren sind, gell? Schau schon mal ein bisschen runter, dann siehst du nämlich den Belag, weisst du? Da müssen wir nämlich schon noch wissen, gell? Schau mal den Belag da unten, ob das wirklich überhaupt eine Strasse ist, gell? Schau mal! Hallo! So, was sagst du jetzt, Mr. Küssi? Hä? Hat es hier einen Strassenbelag? Nicht? Was hat es denn da? Hä? Was? Ein Trottoir? Ja, blöd, sag ich, jetzt halte ich da im Halteverbot. Meine Güte nochmal. Hast schon recht, hä? Weißt du wieso? Wir sehen ja nichts. Jetzt müssen wir schon schauen, dass wir ein bisschen Licht machen, gell? Das gehört natürlich dazu, oder? Da, ein bisschen zünden. Lass mal zünden, hä? Wegen zu viel siehst du jetzt ein bisschen besser, wo wir da sind, gell? Hause mal, geht zünden, aber sofort, hä? Und jetzt, was meinst du, hä? Sind wir da jetzt auch beim Hippieland gelandet? Weißt du, nicht Hippieland? Wir sind nicht in den 70er Jahren, weißt du, das weißt du, gell? Aber wir sind ja 2007, gell? Und müssen wir schon sicher sein, dass wir in der richtigen Zeit da in Au sind, gell? Hast denn du da draußen da, so hippie gesehen? Hä? Hast denn du da so hippie gesehen da draußen? Was meinst du? Hast du etwas gesehen? Hä? Was hast du denn gesehen? Was? Eine Kirchenmaus? Wo zündest denn du an? Du bist auch noch am Leben, du. Ja gut, also wenn du eine Kirchenmaus siehst und sonst nicht viel, hey, dann kann ich nur noch sagen, Peace, hey, Peace. Easy, gell? Bitte kein Schock da, hä? Pass auf, gell? Gell? Also, hä? Aber ich glaube, jetzt gehe ich einmal dann langsam schauen, ob wir da bei den Pippis. Nein, was habe ich gesagt? Nein, ich meine natürlich bei den Hippies, gell, Mr. Küssi? Das ist eine ganz blöde Verwechslung, gell? Weißt du, Pippi Langstrumpf, die hat natürlich nichts zu tun mit den Hippies, gell? Also ist ganz klar. Ja? Also, jetzt gehe ich dann langsam mal schauen, ob wir da jetzt auch sind bei den Hippies, hä? Gell? Aber zur Sicherheit schaust du noch mal rauf da. Schaust du mal im Himmel rauf und nochmal runter, überall, gell? Wir müssen die Hippies unbedingt treffen, gell? Schaust du mal, hä? Ja, gang jetzt schauen, nochmal zünden, hä? Aber nicht zöseln, hä? Ja gut, mit der Taschenlampe kannst du ja nicht zöseln. Thank you.
Aha, sind wir richtig, gell? Dann können wir jetzt aussteigen. Gut, super. Ja, yeah. Yeah, schau da! Schau mal die Hippie da! Ja, tatsächlich, ey! Tatsächlich, da haben wir's!